It's a full-time job, and it's extremely time-consuming, and it's not as easy as it may appear to some people. Dampfen stehen, eins, zwei, drei im Sauseschritt. Sie eingeladen und ich lade die ein und dann wollen die kein Fleisch essen beim Grillen. Unhöflich. Das ist respektlos, Marianne. Es wird immer schlimmer. Geht ja noch weiter. Nee. Das Schlimmste kommt ja noch. Hör auf. Bettina Klütens, die Vegetarierin, fragt, ob sie ihren Freund mitbringen darf. Lass mich raten. Ja? Der war mal im Knast. Schlimmer. Ist ein Veganer. Finde ich nicht schlimm. Wieso? Nee, ich hab nichts gegen Ausländer. Veganer sind doch die Ureinwohner aus Indien, oder? Marianne, Veganer sind Menschen, die nichts vom Tier essen. Wie? Kein Fleisch, keine Milchprodukte, kein Käse, keine Eier, gar nichts. Wieso? Ich weiß das doch auch nicht. Irgendwas Religiöses oder so. Wen hat mein Baby lieb? Mama. Und wen hast du am zweitliebsten? Mama. Na gut. Und wer spricht jetzt gerade mit dir? Nicht die Mama! Petze. Nee. Na wohl. Nee. Petze. Nee, du bist keine Petze. Selber. Schatz, ich mach mir schnell was zu essen. Möchtest du auch noch was? Nee, ich hab keinen Hunger. Danke. Okay, dann nicht. Kann ich vielleicht eins? Nein, das hab ich mir gerade gemacht. Ja, weil du mich gar nicht richtig liebst. Du denkst immer nur an dich! Ich hab dich vor 5 Minuten gefragt! Heute gibt's keinen Ballerballer, das kannst du dir... Schatz, kommst du mit ins Fitnessstudio? Willst du mir damit sagen, ich bin dick oder was? Wenn du keine Lust hast, musst du ja nicht. Jetzt bin ich auch noch faul! Oh, bitte reg dich nicht immer auf, Schatz. Jetzt sagst du mir auch noch, ich bin hysterisch oder was? Hallo, du verdrehst mir alles im Mund, das meine ich doch überhaupt nicht. Also bin ich eine Lügnerin oder wie? Bleib bitte einfach zu Hause. Also willst du lieber alleine zum Sport gehen? Warum fragst du mich denn überhaupt erst? Dann bin mir nichts mehr zu. Dog. Bye. Mein Frauchen sagt jeden Tag, du bist so ein guter Hund. Und ich fühle mich auch wie ein guter Hund, aber vielleicht bin ich in Wirklichkeit ein böser Hund. Vielleicht bin ich ein böser...